rangieren, rückwärts nach links um die Ecke als Prüfungsaufgabe. Wenn das Hinterrad vom Anhänger ungefähr auf Höhe von dem Gullideckel ist, beginnt der Kurveneinlauf. Durch leichtes Linkslenken wird der Anhänger eingeknickt. Jetzt ist er ganz schön weit eingeknickt. Das ist zu viel. Das müssen wir sofort wieder eindämmen durch Gegenlenken. Und dann, wenn der Knick da ist, halten wir den Winkel. Stopp mal kurz. Du siehst, der macht jetzt ganz schön dolle rum. Da musst du wieder hier ein bisschen aufmachen, dass der Knick ein bisschen reduziert wird. Ja, durch entsprechendes Rechtslenken wurde jetzt der Knick verkleinert. Stopp nochmal kurz, schau dir es nochmal an. Jetzt hat das Vorderrad vom Anhänger hat jetzt gar keinen Knick mehr drin. Du musst also wieder nach links lenken, dass der Anhänger und Zugfahrzeug die Ecke fluchtest hier. Dass quasi eine Linie auf diese Ecke geht. Dann haben wir wieder ein bisschen mehr den Reifen eingedreht. Denn wir wollen ja nach wie vor um die Ecke fahren. Also brauchen wir hier den Knick im Reifen. Das machen wir jetzt. Aber nicht zu viel, sonst macht er uns zum Bordstein hin. Du, mach mal nicht zu viel. Der Bordstein kommt immer näher. Musst wieder ein bisschen auflenken. Jetzt drehen wir wieder ein Stückchen auf. Und das wird eine knappe Kiste. Aber es geht. Kein Stückel kannst du noch. Was kommt? Na, dann zieh ein Stückchen vor, wenn du meinst, dass es zu knapp wird jetzt. Und dann kannst du etwas flacher um die Kurve fahren. Machen wir eine kleine Korrektur. Gut, das reicht schon. Und jetzt ein bisschen flacher rumfahren. Also hältst jetzt genau fluchtend auf die Anhängerkante. Nicht zu viel aufmachen. Ein bisschen wieder reinlenken. Ja, mal sehen. Jetzt haben wir schon 2 Minuten und sind zur Hälfte in der Kurve drin. So, genau auf Kante bleiben mit der Lenkung, dann fährt er schön gleichmäßig. Jetzt endet die Kurve fürs Hinterrad vom Anhänger. Aber vorne, das muss noch ein Stück nachrücken. Genau, wir warten jetzt ab. Soweit sieht es gut aus. Der läuft schön rum. Jetzt ist der Anhänger gleich 90 Grad in der Straße drin. Dann gucken wir, dass das Hinterrad vom Anhänger mit dem Vorderrad vom Anhänger auf einer Linie hängt. Stopp! Jetzt sind wir hier weit weg. Wir müssen jetzt hier unbedingt das Rad noch ein bisschen reinknicken, damit der mehr reinläuft in die Straße und nicht da hinten am Bordstein endet. Na, links lenken ein bisschen, dass wir den Knick vergrößern. Links lenken. Jetzt wird der Knick größer. Anhänger läuft stärker rein. Und jetzt stopp nochmal. Jetzt sind wir mit dem Anhänger parallel zur Bordsteinkante. Das Vorderrad vom Anhänger muss jetzt gerade stehen, damit er gerade weiterläuft. Genau. Durch rechts lenken machen wir jetzt die Gabel wieder gerade. Jetzt wieder links lenken, dass die Gabel gerade bleibt. Und das Ganze passt. Ich bin sogar voll am Lenkanschlag. Jetzt musst du aufpassen, sobald die Gabel wieder dreht, jetzt wieder ein bisschen rechts lenken, dass der Anhänger schön gerade eingelenkt bleibt. Noch ein bisschen rechts lenken. Das Vorderrad vom Anhänger will jetzt gerade wieder ein bisschen eindrehen. Und das verhindern wir jetzt durch das Rechtslenken. Machst du gut? Genau. Können wir noch ein bisschen offen lassen hier, ein bisschen rechts lenken wieder. Denn der Anhänger tendiert jetzt gerade nach links zum Bordstein und durch leichtes Rechtshalten drehen wir das Vorderrad vom Anhänger wieder ein bisschen ein und sehen zu, dass er gerade läuft erstmal, dass wir nach hinten erstmal Anlauf gewinnen für einen Korrekturzug. Jetzt sind wir schon bei 4 Minuten, aber okay, gut Ding will Weile. Ja, jetzt hast du dich kurz verlenkt, hast gemerkt, ne? Aber nicht schlimm, machst deinen Korrekturzug, fertig. Ich denke, länger müssen wir jetzt nicht filmen. Das war rückwärts um die Ecke. Reicht auch prüfungstechnisch schon aus, um hier zu wenden. Also wir wären schon längst fertig. Haben zwischendurch mal am Anfang einen Korrekturzug gemacht. Da hätten wir also genug Reserven. Super gelaufen. So denn, allen, die es noch vor sich haben, ein frohes Rangieren mit dem Drehschemel.